Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich hier in der Küche mit der Decke anfangen. Als erstes muss ich hier bei dem unteren Modul die Trennschicht, die Fliesenlage einmal einsetzen, damit ich nachher die Decke auf- und abbauen kann. Und die wird dann nachher genauso gebaut wie hier drüben. Eine Kastenkonstruktion, eine stabile Scheibe als Fußboden bzw. als Decke. Und als sichtbares Element wird dann am Schluss von unten auch wieder so ein Gewölbe eingebaut. Aber erstmal muss ich hier mit den ganzen Vorarbeiten anfangen. Hier muss ich überall die Slopes raufsetzen. Ja, ich muss mir das hier nochmal angucken, wie ich das da genau gemacht habe. How I Built a Lego Castle from Scratch. Episode 111. Die Unterkonstruktion in der Küche ist soweit fertig. Ich habe das genauso gemacht wie im Vorratslager. Trennschicht hier, dass ich überall Hosses setzen kann. Hier in der Ecke habe ich so ein Brick Modified mit Studs auf beiden Seiten. Das ist die beste Lösung eigentlich für solche Ecken. Auch wieder mit den Slopes gearbeitet hier an der langen Kante, damit nachher der Bogen sauber anschließen kann. Von den Höhen habe ich genauso gearbeitet wie hier drüben. Eigentlich muss alles klappen. Ich werde jetzt hier den Kasten einmal setzen, zusammenbauen. Und ja, und dann geht das nachher mit der Deckenscheibe weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Erstmal jetzt den Kasten hier einmal raufsetzen. Das ist der nächste Schritt. Der Rahmen ist jetzt auch soweit fertig. Alles stabil genug. Bisschen wabbelig, weil er hier auf lange Kante hat er natürlich wenig Halt, solange da die Deckenscheibe nicht drin ist. Auch hier diese Geschichte, die wabbelt hier ohne Ende. Bin ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit. Aber ich hoffe mal, dass wenn ich die Platte hier reinsetze, dass sich das alles gibt. Das ist der nächste Schritt. Mal gucken, ob meine Platten reichen. Muss erstmal gucken, hier kommen glaube ich hier diese Headlight Bricks ran. Da drüben habe ich schon Brick Modified eine Reihe. Da wird das jetzt gegengearbeitet und dann hier irgendwie reingedrückt. Muss ich mir nochmal angucken, wie das hier aussieht. Ich mache erstmal weiter. Das Deckenmodul von der Küche sieht jetzt so aus. Ich habe hier überall große Plates reingehauen. Das sind diese zwei Plates starken Spezialplatten aus irgendwelchen Kindersets. Aber die sind für solche Stabilisierungsmaßnahmen recht gut geeignet. Ansonsten habe ich hier große 2x16 Plates und 6x10 und solche Sachen. Große Plates, die wirklich Stabilität reinbringen. Hier hinten in der letzten Ecke, da muss ich noch mal was nachbestellen. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden. Ja, hier in der Mitte, dann kommt nachher der Streifen rein, der die beiden Hoses aufnimmt, die dann hier eingeklipst werden. So wie bei der Decke. Ganz genauso machen wir das. Gut, ich drehe den Kasten einmal um. So sieht das jetzt aus. Wenig spektakulär. Schön bunt alles, aber da kommen ja nachher noch die Fliesen drauf, der Fußbodenbelag. Das wird schon irgendwie. Von den Höhen auch alles wunderbar. Ich bin mit dem Ergebnis hier erstmal zufrieden. Beim nächsten Mal machen wir dann die gewölbte Deckenkonstruktion auf der Unterseite, die Plates, die dann noch fehlen. Und ich muss auf jeden Fall hier die Wendeltreppe weiter hochführen. Und dieses Loch hier, das muss ich nochmal irgendwie stopfen. Ich wollte ja die Wendeltreppe, die geht ja jetzt hier bis zu dieser Kante hier irgendwie. Und dann habe ich das irgendwie mit Bricks auf der Seite oder so. Ich weiß das nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall muss das hier
einmal geschlossen werden. Was noch blöde ist, dieser Arm hier, dieser Bereich, der ist zu wabbelig, weil das keine weitere Verbindung hat. Ich müsste das hier eigentlich durchziehen und mit der hinteren Wand irgendwie noch mal verbinden. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Aber das sind dann die Bilder von heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.